Ah. Ja, es sind sehr, sehr leichte Fragen. Also beim letzten Mal haben wir gesagt, es ist Grundschulniveau. Jetzt würde ich sagen, Kindergarten. Es ist wirklich eine Home Run. Also ich schwöre euch, hier geht jeder jetzt mit 5 Punkten nach Hause. Marc, du guckst so skeptisch. Guck nicht skeptisch. Es ist wirklich, es ist schon ein gewisser Wahnsinn, der hier zwischen uns stattfindet. Schließ dich den bitte einfach an. Wir fangen einfach ganz locker an. Jeder, der was weiß, schreibt es auf. Ich frage nachher der Reihe nach ab. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, für jede falsche keinen. Okay? Und wenn hier irgendeiner wirklich eine Sache nicht falsch hat, dann schicke ich euch sofort zu Luke Mockridge, dann könnt ihr eure ganze Schulzeit nochmal durchgehen. Wie viel Zentiliter ergeben ein Liter? Das ist leicht, das ist einfach. Zentiliter. Zentiliter. CL. Ja. Raten. Ja. Thomas guckt ab. Nee, du guckst nur, ob es richtig ist. Man sieht leider nicht. Wirklich nicht? Ich habe dauernd versucht abzugucken, aber es ist so ein Winkel, dass man nichts sieht. Haben wir gut gemacht. Gell, Palina, man sieht nichts. Tatsächlich, man sieht es wirklich nicht. Nee. Das finde ich gut. Ja, ich habe mich richtig bemüht in den ersten Veranstaltungen. Gut, du hast aufgeschrieben, du bist fertig, Thomas? Ich habe was aufgeschrieben, was ich hoffentlich meiner lateinischen Bildung entsprechend richtig gerätselt habe. Wissen tue ich es nicht. Aber das ist ja auch Transferleistungen, Transferleistungen, ja, habe ich in der Schule immer nie erbringen können. Mal gucken, wie es bei Palina aussieht heute Abend. So muss es denn mit mir anfangen? Hä? Ich bin so ein bisschen unsicher. Jetzt bin ich einfach total höflich und nett. Und, also egal, wie ich es mache, merken Sie das? Egal, wie ich in diesen sehr, sehr leichten 5, auch hier wieder. Du merkst, wir mögen dich nicht. Wir haben am Anfang der Sendung wirklich alle, wir wollten dir es alle leicht machen. Jetzt sind wir Gegner. Ja, ist okay für mich. Also glaubt nicht, dass ich euch eingeladen habe, weil ich euch irgendwie schätze oder so, sondern ich wusste einfach, euch kann man gut vorführen. Ich habe geschätzt bei der Nummer. Du hast geschätzt. Los, Palina, sag, was du hast. Wenn ihr jetzt hier Gegner sein wollt. 1000 Zentiliter. Keine Ahnung, kenne ich nur 2CL, 4CL, kenne ich gut. Aber zwei, natürlich von den Wodka-Shots, natürlich, ich habe verstanden, aber das ist falsch. Ist es wirklich? Es ist, ja. Entschuldigung, was hast du? 1000 CL hatte sie. Ah, da habe ich Glück gehabt. Ja, ja, weil ich mal hier rumschreiben darf. Nee, ich wollte, Thomas ist ein Fuchs, wirklich. Also ist jetzt aber auch gelockt, ja, er kann nichts mehr ändern. Er kann nichts mehr ändern. Elias, was hast du? 100 CL. Ja. Ich habe gedacht ML. Elias weiß es. Aber ich habe doch Zentiliter gefragt. Ah, siehst du? Ist richtig. Elias ist richtig. Thomas? Ich habe Zentum 100 und 100 Cent sind 1 Euro, habe ich gedacht. Ja. Ist das mit der Flüchtlinge? Genau richtig. Genauso machen wir das hier, Thomas. Gut gemacht, Thomas. Marc? Ich habe auch die 100. Du hast auch die 100. Der erste Punkt für dich ebenfalls, Marc. Guck mal, es sind die sehr, sehr leichten 5. Und man muss sagen, so gut waren wir noch nie. Okay, Palina, du hast jetzt keinen Punkt, aber dafür hattest du letzte Woche. Aber dafür es ist so ein bisschen peinlich. Nein, es ist halt leider Palina, ein bisschen peinlich. Stell dich jetzt nicht unter deinen Chef. Letzte Woche warst du die Einzige, glaube ich, die Show hat sie wusste. Alle Punkte gehabt letzte Woche. War das so? Letzte Woche war ich gut. Letzte Woche warst du gut, ja. Also, wir machen mal weiter mit einem Element. Aus welchem Element besteht unsere Atemluft größtenteils? Und ich möchte nicht das chemische Element aufgeschrieben haben, sondern einfach nur der, ne? Einfach aufschreiben. Kein chemisches Zeichen, sondern einfach nur den vollen Namen. Ach so. Ah. Aber wenn du chemische Zeichen auch weißt. Na. Atmest du gerne, Palina? Ich atme gerne. Ich atme gerne ein und ich atme gerne aus. Dann weißt du sicherlich auch, was die Antwort ist. Und damit ist die Frage geschlossen. Sauerstoff? Ich habe gehofft, dass alle Sauerstoff sagen. Ja. Es ist leider nicht richtig. Oh Mann, richtig. Scheiße. Ja. Oh Mann. Ich bin jetzt auch verunsichert gewesen. Jetzt bist du auch verunsichert gewesen, aber wenn du auch Sauerstoff hast, dann Nicht Sauerstoff. Du hast nicht Sauerstoff. 21% der Luft machen nur Sauerstoff aus. Kohlenstoffdioxid. Nee, das Atmen. Das wäre falsch. Das Atmen ist aus, die auch Bäume falsch. Wandeln. Nein. Ist, also ich muss sagen, Palina, wenn wir jetzt die beiden Kämpfe austragen würden, 0,04%, 21%. Einfach, ich gebe immer noch so ein bisschen was mit. Man will ja auch was mitnehmen zu Hause. Was? Ja. Mein Vorteil ist natürlich, dass ich schon sehr viel länger atme als ihr. Absolut, du weißt es viel besser. Das ist Kohlenstoff. Marc. Kohlenstoff. Ach, Kohlenstoffdioxid? Nee, auch nicht. CO2, nein. Nein. Aber jetzt. Thomas. Der Lehrer wieder. Ich kann gar nicht hingucken. Oh. War ich das? Nein, du hast noch gar nichts...
Schauen wir uns an, was du geschrieben hast. Stickstoff. Thomas Gottschalk hat die Antwort. Ha. Es ist Stickstoff. Shit. Woher, Thomas? Gefühl? Wissen? Also wir wissen ja aus den letzten Wochen... Ich wusste Sauerstoff und Stickstoff irgendwie und Sauerstoff ist falsch. Aber es ist so, es ist natürlich auch die sehr, sehr leichten 5 an der Stelle. Es ist so ein bisschen eine falsche Fährte, ne? Nicht ohne Grund. Aber gut gemacht, Thomas. Jetzt kommt aber was, das wisst ihr alle, safe, schon 1000 Mal gehört. Die Abkürzung GmbH steht für Gesellschaft mit... Na. Punkt, Punkt, Punkt. Ach so. So. Also nur... Oh, ist das schön hier. Schön zu sehen, dass ihr Spaß habt. Ach Mann, nee. Was ist denn los? Nein. Das ist wirklich einfach. Ja. Ich, guck mal, jetzt Mann, ist, danke. Jetzt ist Elias ist schon genauso dabei. Marc, ihr habt alle was. Thomas hat was. Paulina, korrigiert noch mal. Warte. Elias, ja, kein Problem. Hat einer von euch eine Gesellschaft? Ist Gesellschafter? Ich hatte eine, bin pleite gegangen. Oh, wirklich? Das kenne ich. Was habt ihr gemacht? Ach, fürs Restaurant? Fasano hieß es, ne? Ja. Es war gut, ich bin da gerne zum Mittagstisch. Aber die Mütze hat er aus der Konkursmasse gerettet. Weiser Voraussicht, falls ich wieder durch den Tunnel muss heute. Ja, sehr gut. Aber das Gute ist, wenn ihr durch diesen Tunnel müsst, warum bringt ihr nicht mal Shampoo mit oder so? Ihr könnt euch die Haare da waschen, alles. Regenschirm wäre auch nicht schlecht. Ja, aber im Regenschirm wäre auch nicht schlecht. Paulina. Nee. Doch, wir müssen leider. Soll ich erst mit den anderen anfangen? Komm, ich fange bei Marc an. Ist jetzt zu Ende, warte, gib mir noch eine Sekunde. Okay, eins, vorbei. Oh, scheiße. Marc, was hast du geschrieben? Beschränkte Haftung. Die GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sehr gut. Richtig. Thomas? Ja, das weiß sogar ich. Das weißt sogar du? Bei beschränkt kenne ich mich aus. Beschränkte Haftung, richtig? Ich mag so beschränkt nicht so. Okay. Und Haftung ist mir noch eingefallen. Ja. Wird bescheuert. Was hast du für das B? Ah, du hast noch ein G geschrieben. G-Haftung. G-G-G-G-Unit. Das ist geil. G-Haftung. Paulina, es wird dich nicht überraschen, es ist falsch. Elias? Ich habe auch beschränkt. Beschränkte Haftung. Ja. Ist auch gut, wenn man pleite geht, ist es immer ganz gut, wenn man eine beschränkte Haftung hat. Super. Ein Punkt für all die, die es richten hatten. Kein Punkt für Paulina. Was ist denn los? Gar nichts. Es ist gar nicht. Nein, Paulina, so fangen wir es gar nicht an. Das wird dann sonst so eine Spirale, wo wir uns alle reinarbeiten. Das wollen wir nicht. Okay, wir bleiben positiv. Wir bleiben cool. Ja. Von wem, nächste Frage, vorletzte Frage, wird der Bundespräsident Deutschlands gewählt? Wer wählt den Bundespräsidenten? Wer weiß es in der Band? Kurz Hand hoch. Wer weiß es? Ja? Mo kann die Hand nicht hochheben, weil er die Melodie macht. Aber sonst wussten es alle. Marc, Thomas, Paulina, Elias. Ach Mann, ey. Bitte euch, zum Ende zu kommen. Nee, Marc. Ja. Wir machen jetzt die Runde zu. Paulina schreibt noch, da warten wir noch kurz drauf, wenn Paulina fertig geschrieben hat. Hast du was mit G-Haftung geschrieben, Paulina? Entschuldigung. Marc, was hast du? Wer wählt den Bundespräsidenten? Ich habe den Bundesrat. Das denken viele. Ist aber falsch. Es ist falsch. Thomas, keine Angst, ich gehe kurz zu dir. Gut, danke, ja. Aber ich glaube es zu wissen, ich kann dir auch sagen, warum ich es weiß. Okay, warum glaubst du es zu wissen? Weil ich mich da geärgert habe, dass die mich noch nie gefragt haben. Also kannst du Bundesrat nicht gewesen sein. Sollen wir uns darum bemühen? Möchtest du Bundespräsident sein? Nein, 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 aber da sind immer so Promis, da lief Jogi Löw mal im Fernsehen durchs Bild. Und das sind Menschen, wo ich sage, Mutter Beimer, glaube ich sogar. Die darf ja mitwählen. Und Herr Westernhagen, ja, ja. Und wie heißt es dann? Dann frage ich dich zuerst. Weil du scheinst es zu wissen. Die Bundesversammlung. Das ist die Bundesversammlung. Richtig. Ach. Es ist die Bundesversammlung. Ja. Kannst du gerne weiter? Ja, okay. Gehst du, Elias? Ja, brauchst du aber gar nicht. Nee. Auch falsch. Auch falsch. Abgeordneter des Bundestages. Abgeordneter des Bundestages. Ist nicht falsch. Es fehlt halt was, weil es wird dann ja dann mit denen, die noch dazukommen, die Bundesversammlung. Können wir das einfach...
Machen wir einfach 0 Punkte bei dir? Wollen wir nicht auflösen? Doch, wollen wir sehen. Bitte, bitte. Du musst immer daran denken, es kann auch sein, dass ich von der Trommel... Ich habe extra ein bisschen undeutlich. Vom Bundesdenkmal steht da, würde ich sagen. Leider falsch, aber Paulina, denk einfach dran, solltest du die Show heute gewinnen, ja? Du kannst ja alles machen nächste Woche mit mir. Ah. Wenn ich dann nächste Woche auf deiner Position sitze, all die Nettigkeiten, die sehr, sehr leichten Fragen, die ich zum Beispiel stelle, give it to me. Jetzt wirklich was sehr Leichtes. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Wer weiß es in der Band? Hand hoch. Alle schon wieder. Die sind gut drauf heute. Ich glaube, die tun nur so. Die fragt ja keiner. Ja. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Ihr guckt. Everybody ready? Mhm. Thomas noch nicht ganz. Thomas ist sie unsicher. Ich bin mir nicht sicher. Entweder oder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich habe eine gewählt, aber kann falsch liegen. Ja. 50-50. Da haben wir leider keinen Joker für heute Abend, aber Elias 366. Hat 366 Tage, sagt Elias. Und Elias hat einen erneuten Punktgewinn. 366 Tage ist richtig. Oh. Jetzt ist der Februar, ne, der 29. alle 4 Jahre. Ah. Ja. Siehst du, ich hab befürchtet, der hat alle 4 Jahre einen Tag weniger, aber einen Tag mehr. Ah. Deswegen habe ich 50-50. Ich habe auch 366 geschrieben, aber habe entweder 364, 366. Aber bei dir ist 366, dann ist alles richtig. Ein Punkt für Thomas. Paulina, kann ich dir eine Privat... Hast du heute Abend noch was vor? Wolltest du vielleicht einfach früher nach Hause? Was hast du geschrieben? Jetzt bin ich gespannt. 365. Das ist ein normales Jahr. Aber ist nicht schlimm. Du hast auch schon. Aber ich glaube, du denkst um die Ecke. Du es ist falsch, aber du denkst nicht um die richtige Ecke. Du glaubst, das ist eine Fangfrage, aber es war ganz einfach zu lösen eigentlich. Die einzige, stimmt? Die keine Fangfrage war. Sehr, sehr leichte Frage. Sehr, sehr leichte Frage. Sehr, sehr leichte Antwort. Sehr, sehr 366 bringt einen Punkt für Marc. Es steht 5 Punkte für Thomas. Jeweils 3 für Elias und Marc. Paulina, wir haben noch weitere Kategorien, in denen du punkten kannst. Das hier war die 5 sehr, sehr leichten Fragen.